Willkommen zu einem neuen Power Ranger Review. Diesmal zu Power Ranger SPD, den Supreme Megazord oder auch eben Zord Megazord. Er besteht wieder mal aus 5 Teilen und zwar, leider weiß ich wieder mal nicht, wie die Teile im Einzelnen heißen. Halt, erstes rotes Fahrzeug 1, blaues Fahrzeug 2, dann 3 hat das grüne, gelb 4 und lila 5. Problem ist momentan, dass meine Seite, wo ich immer nachgucke, anscheinend momentan weg ist. Solltet ihr gute Internetseiten haben, wo es um Power Rangers geht, wo gesagt wird, wie die heißen und so, könnt ihr ruhig hier drunter posten. Okay, was euch auffällt, mir fehlen die Waffen. Das ist wieder ein Gebrauchter gewesen, aber es ist eigentlich nicht ganz so wichtig, also erstmal. Kommen wir zur Verwandlung. Oder erstmal allgemein zu den ganzen Teilen. Das erste Fahrzeug ist das größte, halt vom roten Ranger. Und hat eben Sound, hier eben so ein paar Effekte. Hier Schalter anmachen. Und wenn man jetzt hier diesen Schalter drückt, dann sieht man, ich hoffe ihr hört es, eben ja, so Sound und Lichter. Jetzt zur Transformation. Das kann man erstmal so lassen, das klappt man einfach um. Hier sieht man dann die Räder, die klappt man rein und jetzt kann man das einmal umklappen. Hier das gleiche. Dann ist das soweit fast fertig. Jetzt nur noch hier diese kleinen Landeräder einfach zur Seite knipsen. Fertig. Dann machen wir mit ihm weiter. Hier muss man einfach die Flügel seitlich runterklappen. Hier kann man die Räder nicht wegklappen, die bleiben einfach so. Dafür kann man das Teil trennen und hat zwei. Die zwei werden einfach hier aufgesteckt. Kleiner Tipp, man kann es mit Gewalt machen, aber da die hier so einen Schalter haben, den man auch zur Rückverwandlung braucht, einfach gedrückt halten und dann reinstecken. Ihr hört, er macht Sounds, wenn man halt das ransteckt etc. So, jetzt kommen wir zu diesen kleinen Teilen. Hier haben wir eben auch so eine kleine Landeräder, die man wegklappen kann. Die einfach ganz einfach reinklappen. Runterklappen, dann ist das Teil halt fertig. Hier klappt man das einfach so rein. Hier eben links und rechts diese kleinen, ja, Flügelchen, das sind Mini-Flügelchen. Hier halt das gleiche Fahrwerk einfahren. Und hier klappt man es einfach so um, dann ist das eigentlich auch schon fertig. Jetzt macht man natürlich das Vierecke. Ja, man kann es wieder tauschen. Ich mache das Viereck jetzt mal auf der Seite und den hier hin. Dann steht das Ganze schon. Das trennt man jetzt. Klappt das einfach gerade hin. Tauscht das miteinander. Also darf man natürlich hier nicht vergessen, die Räder auch einzuklappen. Also hier sind diese kleinen Landeräder, die man einfach so reinklappt und hier so reinklappt und dann wird das einfach reingesteckt, kommt wieder ein Transformationssound. So, jetzt klappt man das hier um. Ups. Ein bisschen zu flink, man sollte sich ein bisschen Zeit nehmen. So. Jetzt noch ein kleiner Trick, hier hinten die Nase, wenn man es hochdrückt, kommt der Kopf raus. Das zeige ich euch jetzt mal. Zack. Den muss man nur noch einmal umdrehen. Und fertig ist das Zord Megazord oder eben Supreme Megazord. Sieht ziemlich genial aus und ich habe im Netz geguckt, also es soll wohl groß keine Unterschiede zur japanischen Sentai-Variante geben. Also ihr könnt mich
korrigieren, wenn es halt nicht so sein sollte, aber ich glaube, es ist kein großer Unterschied. Zumindest bei diesen Sorten nicht. Als Sound macht er jetzt immer noch. Jetzt sieht man, dass es hier auch noch leuchtet und hier oben auch. Gar nicht mal schlecht. So, das ist halt der Sortmodus. Dann hat er noch so einen, ja, wie man es halt in der Serie kennt, so einen Angriffmodus. Dazu muss man ihn so, ja, wieder ein bisschen zurückverwandeln und zwar den Kopf wieder umdrehen, reinklappen. Dann kommt halt hier wieder die Spitze raus. Dann nimmt man die Arme ab. Dreht seine Füße einmal komplett um. Packt das kurz hin. So, die Arme. Im Normalfall für einen Flugzeugmodus würde man das ja so umklappen. Das lässt man aber jetzt so. Klappt das beides zusammen einfach. Ist relativ fix. Dann hat man halt hier schon einen Griff. Der jetzt hier einfach so, man sieht ja hier diesen kleinen Schlitten und hier das Gegenstück. Wird einfach hier so reingefahren. Und dann ist es eben eine, ja, eine Waffe. Und wenn man jetzt eben drauf drückt, gibt es halt Sounds. Hier auch über Licht und hier unten halt auch. Das wird eben ausgelöst, wenn man hier diesen Schalter drückt. Und oben gibt es halt ein Gegenstück, das kann ich euch mal nochmal zeigen. Zur Rückverwandlung ist wichtig, dass man diesen kleinen Schalter hier zieht. Und dann kann man das Ganze lösen. Zeige ich euch das nochmal einzeln. Wenn ich jetzt eben hier diesen Abzug drücke, wird hier irgendwas hochgedrückt. Und bei dem Transfer. Bei dem Megasort hier reingedrückt und wenn man das hier reindrückt, habe ich halt den gleichen Sound. So, ich habe schon erwähnt, dass die Waffen fehlen. Die Waffen sind jetzt für zwei Sachen gut. Einmal halt als normale Waffen, um ihnen den Sound in der Hand zu drücken und als Haltesystem. Die könnte man dann zusammenstecken und dann würde man so die Waffe so hinstellen können und dann würde halt die anderen Waffen eben als Haltesystem die Waffe halten. Ja, habe ich nicht, ist auch nicht ganz so tragisch. So. Jetzt gibt es noch, was ich aber jetzt nicht extra zeigen will, weil eigentlich finde ich es nicht so prickelnd, die Möglichkeit der Kombination. Naja, gut. Die Möglichkeit der Kombination sieht so aus, dass man halt den Power Ranger SPD Megazord nimmt und halt die Arme und die Beine tauschen kann, halt mit dem SWAT. Halt der Rumpf bleibt und der Rest wird getauscht. Ja, kann man jetzt über diese tolle Kombination denken, was man möchte, aber ich werde sie nicht so zeigen und ich glaube auch nicht, dass ich extra ein Video dafür machen muss. So, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich sage tschüss, bis dann.